Wie gesagt, das Thema ökologische Steuerreform ist ein facettenreiches Thema, ist ein Thema, das schon in den 90er Jahren sehr hoch oben auf der politischen Agenda stand, ist dann irgendwann im Jahr 2000 und folgende in der Versenkung mehr oder weniger verschwunden und hat in den letzten Monaten, kann man fast sagen, wieder eine Renaissance erlebt, was mich persönlich an sich sehr freut. Und ich versuche jetzt in dieser Präsentation das Konzept Ihnen wieder näher zu bringen und auch etwas zu sagen zu den Erfahrungen, die schon gemacht worden sind mit Ansätzen in diese Richtung und den Perspektiven. So. Konkret werde ich auf 5 Fragen eingehen. Die erste Frage ist diejenige, was ist eigentlich eine ökologische Steuerreform? Man versteht darunter verschiedene Dinge. Ich möchte da ein bisschen Klarheit hineinbringen. Dann etwas dazu sagen, wie der Stand der Umsetzung in Europa und in der Schweiz ist, mit Ansätzen in diese Richtung. Welche Erfahrungen man daraus ziehen kann, welche man beobachtet hat. Dann der vierte Punkt, eben welche Folgerungen aus diesen Analysen gezogen werden können für die Weiterentwicklung dieser Konzepte. Und die letzte Frage eigentlich, wie die Perspektiven aussehen. Da haben wir heute relativ ganz frische Informationen gehört von Walter Steinmann. Ich werde da noch meine Sichtweise vorstellen dazu. Die erste Frage ist die Ricola-Frage. Das ist diejenige, wer hat es erfunden? Rudi Meier hat es schon angetönt. Das ist aus den 90er Jahren. Es gibt da verschiedene Leute, die sich schon früh damit befasst haben. Das ist jetzt schlecht gewesen. So, Sie sehen hier 2 Personen, die in Frage kommen. Sie können raten, wer es war. Funktioniert das auch? So, jetzt bin ich besser ausgerüstet. Also es ist natürlich diese Person hier. Es ist Hans-Christoph Binswanger, Professor an der HSG St. Gallen. Er hat in den frühen 80er Jahren bereits dieses Buch geschrieben, wo er gezeigt hat, dass man mit solchen Ansätzen eben etwas machen kann für Arbeit, für Beschäftigung und gegen die Umweltzerstörung. Und er ist wahrscheinlich der wirkliche Vater dieser Idee. Wir haben auch zu Beginn der 90er Jahre ein Konzept dann darauf aufbauend gemacht für die Schweiz. Rudi Meier hat auch ein Buch geschrieben in dieser Zeit, welches sich mit solchen Konzepten befasst hat. Es gibt verschiedene Grundlagen, die in den 90er Jahren dann auch in politische Projekte gemündet haben und eben 2000 mit der Ablehnung der Grundnorm Schiffbruch erlitten haben. Die Grundidee ist an sich einfach. Wir haben heute die Situation, dass wir eine Abgabenbelastung beobachten, die sehr stark auf die Arbeit fokussiert. Wir haben sehr starke Abgaben auf dem Faktor Produktionsfaktor Arbeit. Und wir haben eigentlich eine relativ geringe Belastung der Energien, des Energieverbrauchs und des Ressourcenverbrauchs. Und wir haben heute Morgen gehört, zum Beispiel von Massimo Filippini, wir haben dort auch externe Effekte, also wir haben hier Marktversagen, an sich müsste man diese Preise erhöhen. Und das ist genau die Idee der ökologischen Steuerreform, dass man eben diese Waage umdreht, dass man die Energien und Ressourcen mit Abgaben belastet und andererseits die Arbeit möglichst entlastet, weil man damit natürlich Anreize setzen kann, um mit Energien und Ressourcen sparsamer umzugehen, um solche Projekte, wie eben dargestellt, dass sich die noch besser rendieren, dass die noch stärker umgesetzt werden und dass man die Arbeit entlastet und dadurch eben auch positive Wirkungen auf den Arbeitsmarkt erzielen kann. Vielleicht kurz zu den Begriffen, die hier verwendet werden. Ich orientiere mich da an den Formulieren, wie sie vom Bund gemacht werden, vom Bundesrat. Erstens, einfach ganz kurz, eine ökologische Steuerreform. Ich würde das so zusammenfassen, da ist der wichtige Aspekt eben die Umlagerung der Abgabelasten, wie ich es gerade gezeigt habe.
Eine nahe verwandte Geschichte ist natürlich die der Lenkungsabgaben. Man kann Lenkungsabgaben erheben auf verschiedene Steuersubjekte, auf verschiedenen Bemessungsgrundlagen. Energie ist eine, CO2 ist eine andere, kann aber auch Boden oder Wasser oder solche Faktoren sein. Und da geht es eigentlich bei Lenkungsabgaben in der Regel auch darum, dass man irgendeinen Umweltverbrauch mit einer Abgabe belastet und andererseits eben die Mittel verwendet, um sie zurückzuverteilen in die Wirtschaft, zu den Haushalten. Damit ist das eigentlich sehr nahe bei der Idee der ökologischen Steuerreform mit dieser Umlagerung. Dann vielleicht das dritte Konzept, das hier auch verwendet wird, das ist die Ökologisierung des Steuersystems. Da versteht man eigentlich darunter, dass man das Steuersystem optimiert, dass man Fehlanreize, die im Steuersystem bestehen, welche dazu führen, dass zu viel Ressourcen verbraucht werden, dass man die beseitigt. Das klassische Beispiel ist der Arbeitswegkostenabzug, dass man sagt, man soll den reduzieren oder anpassen, modifizieren, sodass eben nicht das Pendeln gefördert wird über das Steuersystem. Und zu trennen von diesen Konzepten ist dann, sind Finanzierungsabgaben, beispielsweise die Abgabe zur Finanzierung der kostendeckenden Einspeisevergütung. Da hat man keinen Lenkungszweck auf der Abgabeseite. Das trennen wir an sich von diesen Konzepten der ökologischen Steuerreform. Ich sehe fünf Kernelemente einer ökologischen Steuerreform. Erstens, dass man eben den Ressourcenverbrauch besteuert, und zwar längerfristig eben möglichst umfassend. Im Vordergrund stehen diese Ressourcenverbräuche, die hier angeführt werden. Dann ein weiterer Aspekt ist eben der, dass man die Mittel dazu verwendet, Arbeit zu entlasten und die privaten Haushalte zu entlasten. Der dritte Punkt, den ich wichtig finde in diesem Zusammenhang, ist der, dass eine ökologische Steuerreform ist eine Strategie, ein Konzept, das sehr langfristig orientiert ist, das eben längerfristige Ziele anvisiert. Vierter Punkt, es handelt sich dabei um Grobsteuerung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten. Man macht nicht eine Detailsteuerung mit irgendeinem Verbot oder einer bestimmten Regulierung, sondern es geht eigentlich grob um Grobsteuerung, um die Anreize zu setzen, damit man eben mit den Ressourcen sorgfältiger umgeht. Und der letzte Punkt ist eigentlich auch ein sehr wichtiger Punkt, das ist der, man will damit einen Strukturwandel auslösen. Ein Strukturwandel der Wirtschaft und Gesellschaft hin zu einer nachhaltigen Wirtschafts- und Lebensweise. Kurz ein etwas kompliziertes Schema, das aber einfach zeigen soll, was die intendierte Wirkung ist eben dieser ökologischen Steuerreform. Es basiert auf einem Input auch aus den 90er Jahren des Umweltprognoseinstituts. Wir haben oben der Auslöser, ist die ökologische Steuerreform. Wir haben links die Wirkung der Ökosteuern oder eben der Abgaben. Und rechts haben wir einen Wirkungsbereich, der auf die Mittelverwendungsseite, auf der Mittelverwendungsseite basiert, eben mit dieser Senkung der Abgaben auf Arbeit. Wir sehen, die Ökosteuern, die haben mindestens drei Wirkungen. Im Vordergrund steht, dass sie eben die umweltbelastenden Produkte und Produktion belasten und dafür sorgt, dass diese weniger eingesetzt werden, weniger konsumiert werden. Die umweltfreundlichen Produkte verbilligen sich und damit kann man eben zum Beispiel eben auch Devisen einsparen für Rohstoffimporte. Das führt als wichtige Wirkung dazu, dass eben die Umweltbelastung gesenkt werden kann und dass die volkswirtschaftlichen Reparaturkosten, wie wir sie kennen, wo wir eben Umweltschäden wieder rückgängig machen müssen, dass die abnehmen. Und es führt natürlich auch dazu, dass eben für umweltfreundliche Produkte Marktchancen entstehen. Auf der anderen Seite, und jetzt wird es immer komplizierter, aber ist eigentlich der wichtige Punkt, ist der, dass wir durch die Senkung der Abgaben auf Arbeit erreichen wir, dass mehr Arbeit eingesetzt wird, dass positive Beschäftigungseffekte erzielt werden können durch diesen Struktureffekt. Dies führt weiter eben zu einer Senkung der Kosten der Arbeitslosigkeit, mehr Staatseinnahmen etc. Und Sie sehen mit den orangen Pfeilen, dass dadurch eben auch wieder positive Rückkopplungen entstehen.
Das ist eigentlich so grob gesagt der Wirkungsmechanismus, der intendiert ist durch eine ökologische Steuerreform. Jetzt kurz zum Stand Europa und Schweiz. Vielleicht ganz kurz, es gibt viele Grundlagen, hier nur drei Beispiele. Ich möchte vor allem auf den dritten Bericht hinweisen, den haben wir im Auftrag des Bundesamts für Energie erstellt, wo wir eigentlich eine Gesamtsicht gemacht haben der Erfahrungen in Europa mit solchen Abgabeprojekten und geschaut haben, wo gibt es gute Evaluationen, Wirkungsanalysen, was kann man daraus schließen. Ich werde zwei, drei Punkte daraus im Folgenden präsentieren. Aber zunächst mal ein Gesamtbild, wie das aussieht in Europa. Sie sehen hier, dass die Schweiz noch grau ist, kann aber dann die Zahl nachliefern. Aber das Bild zeigt eigentlich, je blauer ein Land eingefärbt ist, desto höher ist die Bedeutung der Umweltabgaben in diesem Land. Und je größer der grüne Punkt ist, je bedeutender sind diese Umweltabgaben im Prozent des gesamten Steueraufkommens. Und Sie sehen, welches die Länder sind, die eigentlich da vorangehen. Das sind insbesondere die Niederlande, Dänemark, das ist dann aber auch Estland, das ist Slowenien, Bulgarien oder auch dann hier oben Malta. Das sind Länder, die haben ein Aufkommen an Umweltabgaben, das über 3% des Bruttoinlandprojekts liegt. Bei Dänemark ist es sogar deutlich höher, ist es über 6%. Und die Schweiz liegt hier eigentlich eher am Ende des zweiten Drittels mit ca. 2% an Umweltabgaben im Prozent des BIPs. Die wichtigsten Punkte, wenn man jetzt das anschaut, wie das in der EU aussieht, eben es gibt eine fokussiere jetzt eher auf die Energie- und CO2-Abgaben, weil wir hier ja im Energieclusterrahmen sind. Es gibt eine Vielzahl von Energie- und CO2-Abgaben, die in diesen Ländern eingeführt sind. Und die haben sich eigentlich in der Praxis bewährt. Das zeigen die Evaluationen, die dort durchgeführt worden sind. Und diese Abgaben, die fokussieren eigentlich eben auf Energie- und Klimaziele. Die haben keine Finanzierungszwecke etc., sondern die wollen eigentlich eben einen Beitrag leisten, die Energiewirtschaft umzubauen oder Klimaziele zu erreichen. Und im EU-Rahmen ist der Fokus dieser Abgaben ist oft auf die, sag ich, die kleinen Emittenten, die dispersen Emittenten, die großen Emittenten. Die sind eben im Emissionshandelssystem integriert und daher sind die Abgaben eher auf die dispersen Emittenten fokussiert. Und dann sieht man auch etwas, dass die Abgabesätze natürlich von Land zu Land und zum Teil auch von Energieträger zu Energieträger stark variieren. Vielleicht kann man da auch sagen, es gibt noch kein Land, das sehr hohe Energieabgaben hat, also in der Höhe, wie wir sagen, es ist notwendig, um diesen Strukturwandel wirklich sicherzustellen, aber man findet eine beachtliche Varianz. In der Schweiz, ich gehe da nicht in die Details, aber wissen wir, da haben wir doch schon eine Vielzahl von Abgaben in Kraft. Wie Sie hier in dieser Zusammenstellung sehen, auf den Ebenen Bund, Kantone und Gemeinden. Zu erwähnen natürlich ist die CO2-Abgabe, die in den letzten Jahren eingeführt worden ist und jetzt erhöht worden ist. Sicher ein wichtiges Instrument in diesem Kontext. Dann denke ich die schon früher eingeführte leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe, wo eigentlich zum ersten Mal versucht worden ist, effektiv die externen Kosten zu internalisieren mit einer Abgabe im Bereich des Schwerverkehrs, ist interessant. Und dann dritter Punkt ist sicher das kantonale Projekt im Kanton Basel-Stadt, wo wir schon seit längerer Zeit eine Lenkungsabgabe, eine aufkommensneutrale Lenkungsabgabe auf Strom eingeführt haben, welche sich auch bewährt hat. Ganz kurz eine Beurteilung der Situation in der Schweiz. Ich würde als positive Ansätze beurteilen, dass wir eben diese CO2-Abgabe auf Brennstoffe haben und die auch schrittweise jetzt erhöht worden ist. Die lenkungsabhängige Schwerverkehrsabgabe schon früher eingeführt, sicher auch als marktwirtschaftlicher Sicht ein wichtiges und gutes Instrument und dann schon länger
haben wir auch diese Abfall- und Abwassergebühren, welche dazu führen, dass wir das Verursacherprinzip in diesen Bereichen sehr gut umgesetzt haben. Also auch hier natürlich sind das Abgaben, die auf den Ressourcenverbrauch abzielen. Die großen Lücken aus meiner Sicht, die sind bei drei Megatrends, die sind beim motorisierten Individualverkehr. Da haben wir keine Abgabe auf Treibstoffen, die eine Lenkungswirkung erzielt. Wir haben auf der Elektrizität keine lenkende Abgabe und last but not least natürlich der Bodenverbrauch, wo wir auch Probleme haben, welche an sich mit marktwirtschaftlichen Instrumenten im Rahmen einer ökologischen Steuerreform vermutlich besser angegangen werden könnten. Zu den Erfahrungen aus Europa zur Ausgestaltung. Ein Element ist die schrittweise Einführung. Die ist sicher gut, also wenn man vorankündigt, schrittweise die Abgabe einführt und erhöht. Das führt dazu, dass man eben den Unternehmen und Haushalten eine gute Möglichkeit gibt, sich an die geänderten oder sich ändernden Rahmenbedingungen anzupassen. Man kann das Investitionsverhalten entsprechend anpassen. Das ist aus volkswirtschaftlicher Sicht sicher sinnvoll. Dann sieht man, dass in den meisten Ländern ein Großteil der Abgabeerträge zurückverteilt wird, eben weil das Lenkungsziel im Vordergrund steht, und zwar an die Wirtschaft und die Haushalte, insbesondere durch eine Senkung der Lohnnebenkosten. Und der dritte Punkt, der mir auch wichtig scheint, ist der, dass eigentlich negative Effekte auf die Wettbewerbsfähigkeit, wie sie immer befürchtet werden, insbesondere bei energieintensiven Branchen, dass die abgefedert werden können durch eine geeignete Ausgestaltung der Abgaben der ökologischen Steuerreform. Zu den Wirkungen, es hat sich gezeigt, haben wir in diesem Bericht ausgewertet, dass die Abgaben tatsächlich Wirkung erzielt haben. Also es gibt eine Wirkung, auf die Leute reagieren, wenn auch relativ unelastisch, auf Preisänderungen. Es konnten CO2-Emissionsreduktionen erzielt werden. Wenn man die Angst jeweils dann adressiert, dass das Wirtschaftswachstum beeinträchtigt wird durch die Einführung solcher Abgaben, dann sieht man, dass das eigentlich in keinem Land beobachtet werden konnte. Mindestens wurde das in den Evaluationen kein Einfluss festgestellt, kein negativer Einfluss. Eigentlich im Gegenteil, in einigen Fällen konnte mit den Evaluationen nachgewiesen werden, dass positive Beschäftigungswirkungen tatsächlich in der Realität erzielt worden sind. Es ist in 3 von 7 Ländern, die wir genauer angeschaut haben, ist das mit Studien belegt, dass das so ist. Und denke ich, das ist auch wichtig, die Angst ist eigentlich vermutlich unnötig. Es wurde in keinem Land beobachtet, dass aufgrund der Einführung solcher Abgaben, dass eben negative Effekte auf die Beschäftigung erzielt worden sind. Folgerung für die Schweiz. Es gibt verschiedene Ideen, wie man eben solche Modelle dann wirksamer und effizienter ausgestalten kann. Ich denke, ein wichtiger Punkt ist mal, dass man eben die Abgabe breit ansetzt, also dass man eine breite Bemessungsgrundlage sucht. Das heißt jetzt für den Energie-Klimabereich, dass man eben CO2 und Energie einbezieht als Bemessungsgrundlage für die Abgabe. Dann ist sicher wichtig diese schrittweise Erhöhung, dass man das in den Investitionsprozess integrieren kann, das Preissignal. Und der dritte Punkt ist der, dass man eben möglichst an dieser Rückverteilung der Erträge an die Wirtschaft und die privaten Haushalte, dass man an der festhalten soll. Und da ist aus unserer Sicht und auch aufgrund der Interpretation der verfügbaren Analysen ist eine Reduktion der Lohnnebenkosten sicher ein gutes Instrument. Und der vierte Punkt ist der, dass mit Sonderregelungen für energieintensive Unternehmen, mit Zielvereinbarungen und Verpflichtungen, wie wir das in der Schweiz schon kennen, man nicht nur die Akzeptanz erhöhen kann, sondern dass das auch aus Sicht der Wirkungsweise der Abgaben durchaus Sinn macht. Mindestens in einer Phase, bis das breit auch in den Handelspartnern solche Abgaben auf dem ähnlichen Niveau eingeführt worden sind. Ich habe noch 3 Slides.
zu den Perspektiven. Da haben wir einiges gehört. Ich habe jetzt das noch nicht in diesen Details vorhin gehört, wie es Walter Steinmann vorgestellt hat. Ich denke, die ökologische Steuerreform kann und soll eine Rolle spielen im Kontext der Energiewende, weil es eben das Instrument ist, welches einen solchen wichtigen und großen Strukturwandel auf effiziente Weise ermöglicht. Auf die Schnelle, ich sehe wichtige Anforderungen an solche Strategie. Die sehen Sie hier. Der oberste Punkt ist natürlich, dass bezogen auf die Ziele, die man hat, klima- und energieseitig, dass da man eine möglichst hohe Wirksamkeit und Effizienz erzielt, dass man nicht ineffizient vorgeht. Und dann die drei Punkte: Wirtschaftsverträglichkeit, Sozialverträglichkeit und Umweltverträglichkeit, dass man die beachtet. Aus meiner Sicht ist das möglich mit einer geeignet ausgestalteten ökologischen Steuerreform. Und aus unserer Sicht hat eben eine Lenkungsabgabe eine zentrale Rolle, müsste eigentlich das Lead-Instrument sein, weil es eben die Grundlagen schafft. Das heißt, getting the prices right. Wir haben dann richtige Preise und können darauf aufbauen mit weiteren Instrumenten. Das sind die Eckpfeiler, welche im Vordergrund stehen. Das ist sicher die dynamische Einführung, wie ich das gezeigt habe, das ist die Staatsquotenneutralität und das ist zumindest in einer Übergangsphase sind das auch diese Sonderregelungen. Und man kann sagen, dass eine dynamische Lenkungsabgabe kann man anknüpfen an der CO2-Abgabe und man kann das längerfristig gut in eine ökologische Steuerreform ausweiten, indem man eben die Bemessungsgrundlagen breiter macht und weitere Ressourcenverbräuche beizieht. Denke aber auch, es braucht weitere Maßnahmen. Rein preisliche Maßnahmen funktionieren nicht. Und das sind natürlich die Maßnahmen, Vorschriften, Soft-Policy-Maßnahmen wie Beratung etc. sind wichtig. Und wir denken auch, dass in einer Übergangsphase Fördermodelle durchaus Sinn machen. Und das Ziel ist eigentlich, dass man damit, und da arbeitet man daran, dass ein kompaktes, kohärentes Gesamtpaket geschaffen werden kann. Und Schlusswort, ich denke, die ökologische Steuerreform ist eigentlich der richtige Ansatz, um die nachhaltige Entwicklung im Bereich Energie, Klima, Ressourcenverbrauch einzuleiten. Vielen Dank, Rolf Itten, für diesen Überblick ökologische Steuerreform Schweiz, dann auch die Situation in Europa.